Willkommen bei meinem Grill the Grid. Ich bin Crazy Kennis, Mitbegründer der F1 Bros League. Und jetzt geht's los hier live aus Berlin-Tempelhof. Frage 1. Wer stand mit dir bei deinem Debütrennen auf dem Podium? Das war am 23.11.2013 unser allererstes Rennen in Season 1. Logischerweise Japan. So, ich habe gewonnen. Master Cornflake war mit auf dem Podium. Ich weiß aber nicht mehr, ob er Zweiter oder Dritter war. Ich glaube, es war weder Voatrex noch Philippe. Philippe wurde disqualifiziert. Also glaube ich, auch Platz 3 war irgendein Random. Cornflake war bestimmt da vorne. Also da bin ich mir sicher. Und den dritten... iGamer? Yes! War easy. Okay, Frage Nummer 2. Wann erzielte Kimi Räikkönen seine letzte F1 Pole Position? Guter Kimi-Fan! Ich glaube, ich wüsste es auch. Ich, also... Also eine Pole Position war Monza 2021 fuhr für Alpha. Monza 2018 wurde, dass er gefeuert wird, announced quasi an dem Wochenende, und dann hat er danach Pole geholt. Jetzt ist die Frage, kam danach in der 18er Season noch eine? Er hat Austin gewonnen. War da sonst noch eine Pole? Monaco war auf Pole, aber das 2021, das kann nur 2017 oder 18 gewesen sein, und selbst dann wäre es vor Monza gewesen. Monza 2018. Auf die gezweifelt. Welche zwei Formel-E-Fahrer konnten in der Gen-2-Ära Back-to-Back-Siege erzielen? In der Gen-2-Ära. Das macht's schwer, weil würde da jetzt insgesamt stehen, dann hätte ich halt Buemi, Nico Prost, Di Grassi so gesagt. Aber Gen-2-Ära. Da Costa hat hier in Berlin, meine ich, rasiert 2020. Der hat sicher da auch Back-to-Back gewonnen, sage ich mal, als Erster. Und Mitch Evans hat zuletzt Back-to-Back gewonnen, diese Saison. Die beiden, sage ich. Nice. Bei welchem F1 Bros League Rennen gab es die erste Einführungsrunde? Das war Japan 2015. Da war ich nämlich auf Pole und es hat geregnet und die Wetterbedingungen waren so schlecht, dass wir ein paar Runden hinterm Safety Car gedreht haben, freiwillig, und dann einen fliegenden Start hatten. Kurz danach bin ich auf dem letzten Platz gewesen. Wie oft wurde die deutsche Fußballnationalmannschaft Weltmeister? Ach komm, komm jetzt. Ich wüsste es nicht. Warum kriege ich eine Fußballfrage? Weil du bei deiner Rubrik angegeben hast, über die deutsche Fußballnationalmannschaft. So. 54, 74, 90, 2014. Viermal. Nein, war easy, aber ich wollte halt ein bisschen Drummer. Okay. Für die Fans. Für die Fans. ich spreche immer noch richtig rum, oder? Nice. Bei welchen vier Teams fuhr Simi als Stammfahrer in der F1 Bros League? Simi ist 2014 eingestiegen bei Lotus. 2015
Gab's da schon Haas? Glaub nicht. 2015? Weiß gerade gar nicht. Also 2016 war bei Haas. Dann 2017 bei Ferrari, also Lotus, Haas, Ferrari. Und danach war mein Teamkollege bei Alfa Romeo. Wie viele Formel-E-Rennen wurden in Tempelhof gefahren? Zählt dieses Wochenende mit? Weil wir sind gerade am Sonntag vor dem Rennen. Gestern war ein Rennen. Und ich habe vor dem Wochenende, meine ich, im Wikipedia-Artikel 14 gelesen. Das heißt, mit dem gestrigen Rennen 15, wenn wir heute mitzählen, 16. Also wir zählen heute mit. 16. Ich sag 16. Wenn wir heute... Nein, stopp! 15! Einmal war es nicht in Tempelhof, 15! In der zweiten Season war es in der... Irgendwo am Alexanderplatz, Straußenbergallee oder so. 15 Rennen. Oh ja! So, ja, also wenn man schon hier ist, aber die war tricky. Die war tricky. Ich habe nur Berlin Epris auf Wikipedia gelesen, nicht Tempelhof. Da hat er mich fast gekriegt. Nenne mir die drei Grand Prix, bei denen Daniel Kwiat auf dem Podium gelandet ist. Ungarn 2015, Hockenheim 2018 und das dritte, das war ja kurz bevor seine Degradierung war nach dem Russlandheim Grand Prix 2016. Da hat er Vettel abgeräumt. Und ich glaube, davor hatte er ja eine Kollision mitverschuldet, weil er wie ein Torpedo reinkam. Das war eine Schneckenkurve. Jetzt ist die Frage, war das Malaysia oder China? Ich sage jetzt einfach mal China 2016. Meine Antwort ist inkorrekt. Cool. Ungarn 15 stimmt. China 16 stimmt, ist aber Deutschland 2019 und nicht 18. Ui, das Chaos-Regenrennen war 19. Und das letzte Hockenheim-Rennen. Wo wir in Ungarn waren, die Woche danach. Echt? Ja. Bringe die folgenden drei Bilder vom F1 Bros Malaysia Grand Prix 2016 in die richtige Reihenfolge. Malaysia 16, da hast du so ein übelstes, absolutes Wayne-Rennen aus... Nee, warte mal. Malaysia 16. Ich weiß, was kommt. Ist der Crash von Binder und Rohu da? Ja! Also Rohu und Binder sind in Malaysia gecrashed. Weil Binder nicht zurückgezogen hat, muss man sagen. Ja, sowas kenne ich, wenn einem mit Binder die Strecke ausgeht. Rohu, komm mal, ich brauche einen Ständer. Ich brauche einen Ständer. Also, wir haben das Bild von Rohu und Binder. Amerika, der sich hinter Vortrex dreht, als der versucht hat, ihn zu attackieren. Und dann noch Sakura, der Amerika überholt. Also, Sakura hat Amerika relativ zum Schluss überholt. In der letzten Runde oder vorletzten Runde. Außerdem haben sie da Trockenreifen. Das Rennen hatte ganz zu Beginn Regen. Also muss das Bild hier, wo sich Amerika hinter Vortrex wegdreht, relativ am Anfang sein. Also 1. Dann sage ich, danach ist der Unfall von Rohu und Binder passiert. Die haben da auch Trockenreifen drauf. 2 und dann zum Schluss Sakura vorbei. 3. Sag mir nicht, es hat des Rennens hat angefangen zu regnen gegen Mitte zweites Drittel und dann ist es abgetrocknet. Dann abgetrocknet und dann kam das hier. Ah, da bin ich jetzt reingefallen. Ich dachte auch, er soll nicht.
Ja, bin ich jetzt reingefallen. Drauf reingefallen, ja. Ja, fair enough, hab ich verkackt, ja. Ist der Ton noch okay zur Musik? Okay, was kommt jetzt? 10-Sekunden-Frage. In 10 Sekunden nenne mir so viele Indycar-Fahrer, wie du kannst, die in der 2021er Saison an den Start gegangen sind und mindestens ein Rennen in der Formel 1 bestritten haben. Grosjean, Chilton, Ericsson, Eilert Lundgaard. Was sage ich denn? Eilert und Lundgaard für dich. Okay, Kim. Damit kommst du auf einen Punktestand von 10,5 Punkten. Das ist gleich viel wie Himat. Sehr gut. Mit Himat ein Unentschieden. Das ist fair. Wir sind beide faire Zweikampfpartner, harte Zweikampfpartner. Damit können wir, denke ich, leben. Ja, also es war mir wie immer ein Fest. Schaut auch in die anderen Videos rein. Erzählt euren Freunden, eurer Familie, euren Haustieren von der F1 Bros League. Holt euch die F1 Bros League Flagge jetzt nicht im Merch Shop erhältlich. Und dann würde ich sagen, bis dann, haut rein und tschüdelü.